Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, das sich einem der meistdiskutierten Themen in der Fitness- und Gesundheitswelt widmet, dem nachhaltigen Gewichtsverlust. Die meisten von uns haben es schon einmal erlebt. Wir entscheiden uns, Gewicht zu verlieren, nehmen eine radikale Diät auf uns, verlieren ein paar Kilo, nur um sie später wieder zu bekommen, oft sogar mehr als zuvor. Dies ist ein Muster, das als Jojo-Effekt bekannt ist und das viele Menschen frustriert und entmutigt. Aber was, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe? Was, wenn wir dir sagen würden, dass es tatsächlich eine magische Formel gibt, die dir hilft, Gewicht zu verlieren und es dauerhaft abzunehmen? Und nein, es handelt sich nicht um ein teures Wundermittel oder ein revolutionäres Trainingsprogramm. Stattdessen ist es ein ganzheitlicher Ansatz, der auf einfachen und bewährten Prinzipien basiert, die jeder anwenden kann. In diesem Video werden wir uns eingehend mit dieser magischen Formel für nachhaltigen Gewichtsverlust beschäftigen. Wir werden die vier Schlüsselbereiche behandeln, die für dauerhaften Gewichtsverlust entscheidend sind: gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, guter Schlaf und effektives Stressmanagement. Unser Ziel ist es, dir eine klare und umsetzbare Anleitung zu geben, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst, um dein Gewichtsverlustziel zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Gewichtsverlust kann oft ein verwirrendes und überwältigendes Thema sein, mit so vielen widersprüchlichen Informationen und Ratgebern, die ständig um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Aber mit den richtigen Informationen und dem richtigen Ansatz kann es tatsächlich ein einfacher und erreichbarer Prozess sein. In diesem Video wollen wir dir die Werkzeuge und das Wissen geben, die du brauchst, um den Gewichtsverlust auf eine gesunde, nachhaltige und vor allem effektive Weise anzugehen. Also lass uns loslegen. Sieh dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn dort erhältst du von uns ein Geschenk, das nur Zuschauer unseres Kanals erhalten. Gesunde Ernährung. Die Ernährung spielt eine fundamentale Rolle beim Gewichtsverlust. Aber gesunde Ernährung bedeutet nicht, sich von strikten Diäten und Nahrungsmittelrestriktionen quälen zu lassen. Es geht vielmehr darum, eine gesunde Beziehung zu Essen zu entwickeln und Nahrungsmittel zu wählen, die sowohl nahrhaft als auch lecker sind. Aber was genau ist gesunde Ernährung? Einfach gesagt, gesunde Ernährung bedeutet, Lebensmittel zu essen, die reich an Nährstoffen sind, darunter Vitamine, Mineralien, Proteine, gesunde Fette und komplexe Kohlenhydrate. Dazu gehören Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, mageres Fleisch und Fisch und gesunde Öle wie Olivinöl. Gesunde Ernährung bedeutet auch, Portionsgrößen zu kontrollieren. Unabhängig davon, wie gesund ein Lebensmittel ist, wenn du zu viel davon isst, nimmst du mehr Kalorien auf, als du verbrennst, was zu einer Gewichtszunahme führt. Daher ist es wichtig, auf die Portionsgrößen zu achten und auf deinen Körper zu hören. ISS, wenn du hungrig bist, und höre auf zu essen, wenn du satt bist. Schließlich ist es wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass gesunde Ernährung kein kurzfristiger Plan ist, sondern eine Lebensweise. Es geht darum, gesunde Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln, die du langfristig aufrechterhalten kannst. Es kann anfangs schwierig sein, aber sobald du dich daran gewöhnt hast, wirst du feststellen, dass es tatsächlich einfacher und angenehmer ist als jede Diät. Regelmäßige Bewegung. Regelmäßige Bewegung ist der zweite Pfeiler für nachhaltigen Gewichtsverlust. Bewegung hilft nicht nur beim Verbrennen von Kalorien und Fett, sondern verbessert auch deine Herzgesundheit, stärkt deine Muskeln und Knochen, erhöht deine Energie und verbessert deine Stimmung und dein allgemeines Wohlbefinden. Aber was bedeutet regelmäßige Bewegung? Im Allgemeinen empfehlen Experten mindestens 150 Minuten mäßig intensiver Aerobikaktivität oder 75 Minuten intensiver Aerobikaktivität pro Woche, zusammen mit Krafttrainingstätigkeiten an zwei oder mehr Tagen pro Woche. Es ist wichtig zu beachten, dass es nicht notwendig ist, stundenlang im Fitnessstudio zu verbringen oder sich extremen Trainingsprogrammen zu unterziehen. Einfache Aktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren, Schwimmen oder Tanzen können genauso effektiv sein. Das Wichtigste ist, eine Aktivität zu finden, die du genießt und die du regelmäßig und konsequent ausüben kannst. Guter Schlaf.
Schlaf wird oft übersehen, wenn es um Gewichtsverlust geht, aber er spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle. Studien haben gezeigt, dass unzureichender oder schlechter Schlaf zu Gewichtszunahme und Fettleibigkeit führen kann. Der Grund dafür ist, dass Schlafmangel den Appetit stimuliert und das Verlangen nach kalorienreichen, kohlenhydratreichen Lebensmitteln erhöht. Aber wie viel Schlaf brauchst du? Die meisten Experten sind sich einig, dass Erwachsene im Durchschnitt 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen sollten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Qualität des Schlafs genauso wichtig ist wie die Quantität. Stelle daher sicher, dass du einen gesunden Schlafzyklus hast, indem du auf eine regelmäßige Schlafenszeit achtest, Bildschirme vor dem Schlafengehen vermeidest und ein ruhiges und entspannendes Schlafumfeld schaffst. Denke daran, dass Schlaf, Ernährung und Bewegung eng miteinander verbunden sind. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung können die Schlafqualität verbessern, und umgekehrt kann guter Schlaf helfen, gesunde Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten zu fördern. Daher ist es wichtig, alle drei Aspekte in deinem Gewichtsverlustplan zu berücksichtigen. Stressmanagement. Stress kann einen erheblichen Einfluss auf deinen Gewichtsverlust haben. Chronischer Stress führt dazu, dass dein Körper Stresshormone wie Cortisol produziert, was wiederum den Appetit steigern und dich dazu bringen kann, mehr zu essen, insbesondere Lebensmittel, die reich an Zucker und Fett sind. Es ist daher wichtig, Techniken zur Stressbewältigung in deinen Alltag zu integrieren. Dies kann verschiedene Formen annehmen, je nachdem, was für dich funktioniert. Meditation und tiefe Atemübungen sind bewährte Methoden zur Reduzierung des Stresslevels. Es kann auch hilfreich sein, täglich ein paar Minuten für dich selbst zu reservieren, um etwas zu tun, das dir Spaß macht und dich entspannt. Das könnte Lesen, Malen, Gärtnern, Wandern in der Natur oder einfach nur Musik hören sein. Außerdem kann körperliche Aktivität selbst ein hervorragender Stressabbauer sein. Regelmäßige Bewegung hilft dabei, die Stresshormone abzubauen und fördert die Produktion von Endorphinen, den natürlichen Wohlfühlchemikalien des Körpers. Ebenso ist es wichtig, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu halten. Sich Zeit für Freunde und Familie zu nehmen, soziale Aktivitäten zu genießen und ausreichend Zeit für Ruhe und Erholung einzuplanen, kann dir helfen, dein Stresslevel zu senken und letztendlich deine Gewichtsverlustziele zu unterstützen. Positive Einstellung und Geduld. Gewichtsverlust ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung. Eine positive Einstellung zu haben und sich auf den Prozess und nicht nur auf das Endziel zu konzentrieren, kann einen großen Unterschied machen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es keine schnelle Lösung gibt und dass es okay ist, Rückschläge zu haben. Stelle dir realistische Ziele und freue dich über kleine Erfolge. Selbst eine kleine Gewichtsabnahme kann gesundheitliche Vorteile haben. Und denke daran, dass du nicht nur Gewicht verlierst, sondern auch einen gesünderen Lebensstil annimmst, der dich glücklicher und zufriedener macht. Geduld ist ebenfalls ein Schlüsselelement. Die Pfunde sind nicht über Nacht gekommen, und sie werden auch nicht über Nacht verschwinden. Ein langsamer und stetiger Gewichtsverlust ist gesünder und nachhaltiger. Also sei geduldig mit dir selbst und gib nicht auf. Jeder Tag ist eine neue Chance, positive Entscheidungen zu treffen und deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Schlüssel zu nachhaltigem Gewichtsverlust in einem gesunden und ausgeglichenen Lebensstil liegt. Ein Leben, das auf gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung, ausreichendem Schlaf und gutem Stressmanagement basiert. Vergiss nie, dass es keine magische Pille oder eine Einheitslösung gibt. Jeder Mensch ist einzigartig und was für den einen funktioniert, muss nicht unbedingt auch für den anderen funktionieren. Es geht darum, einen gesunden Lebensstil zu finden, der dir persönlich entspricht und den du langfristig beibehalten kannst. Es ist wichtig zu betonen, dass Gewichtsverlust nicht das einzige Ziel sein sollte. Gesundheit ist viel mehr als nur eine Zahl auf der Waage. Es geht um dein allgemeines Wohlbefinden, um Energie und Vitalität, um gute Laune und ein positives Selbstbild. Indem du gesunde Gewohnheiten entwickelst und beibehältst, wirst du nicht nur Gewicht verlieren, sondern auch deinen allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und das Risiko für viele Krankheiten senken.
Ich möchte auch betonen, dass die Reise zum Gewichtsverlust und zu einem gesünderen Leben eine Reise ist, die Geduld und Hingabe erfordert. Es wird Zeiten geben, in denen du Fortschritte siehst, und es wird Zeiten geben, in denen du dich auf einem Plateau befindest. Aber denk daran, dass jede kleine Veränderung zählt und dass es wichtig ist, konsequent zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich hoffe, dass dieser Guide dir dabei hilft, deine Gewichtsverlustziele zu erreichen und einen gesünderen und glücklicheren Lebensstil zu führen. Vergiss nicht, dich selbst zu lieben und zu schätzen, wo du jetzt bist, und sei stolz auf jeden Schritt, den du auf deiner Reise machst. Du bist es wert, gesund und glücklich zu sein, und du hast die Kraft und die Fähigkeit, deine Ziele zu erreichen. Wenn du wirklich schnell abnehmen möchtest, führt außerdem nichts an einem schnellen Stoffwechsel vorbei. In unserem kostenfreien Buch Der Stoffwechselbooster erfährst du genau, wie du deinen Stoffwechsel so anregst, dass er rund um die Uhr Fett verbrennt. Klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um das Buch kostenfrei zu erhalten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video anzuschauen. Wenn du es nützlich gefunden hast, vergiss bitte nicht, es zu teilen und dem Video einen Daumen nach oben zu geben und abonniere unseren Kanal für mehr nützliche Tipps und Ratschläge. Denke daran, dass du das kannst, und ich bin hier, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal.